Die Sommerferien sind vorbei. Auf geht's in die 5. Klasse. Einschulung in der Oberschule Holdorf. Justin, Roman und Marvin sind jetzt richtig große Jungs. Schulleiter Raimund Haskamp begrüßt die 35 Kids. Der erste Jahrgang an der Georg-Gerschensteiner Schule. Ein Schulname ist eine gute Möglichkeit, das mit einer Person zu verbinden, deren Ideale und deren Ziele halt eben auch mit dem Arbeiten und dem Wirken der Schule zu verknüpfen. Und Georg Kerschensteiner war da für uns ein Pädagoge, der eben Schülern ja, durch das tätige Tun und eben durch eine praxisnahe Vermittlung von Wissen ja, ein gutes Vorbild für uns war. Auch eine Einlage von Xenia Vogel am Klavier darf nicht fehlen. Die Jazz-Dance-Gruppe, ein Blick in eine der Schul-AGs. Die Vorstellung der Paten aus der 10. Klasse, ein wichtiger Teil der Einschulung. Sie werden den Fünftklässlern in der Eingewöhnungsphase zur Seite stehen. Den neuen Fünftklässlern gebe ich mit auf den Weg, dass sie sich freuen sollen auf diese neuen Aktivitäten, auf dieses neue Schulsystem. Ich hoffe, dass sie sich sehr schnell eingelebt haben. Ich denke, dass uns das gut gelingen wird, weil wir mit Beginn der Oberschule ein sogenanntes Patensystem eingerichtet haben, wo dann die Klassen 10, die Kleinen begleiten, nicht nur beim Betreuen von Hausaufgaben, sondern auch in der Freizeit. Wir versuchen auch diese Kleinen dann sofort mit in die AGs zu integrieren. Man hilft denen so ein bisschen ins Leben, also hier in das Schulsleben reinzukommen oder auch man geht mit denen zusammen in die Mensa oder verbringt die Pause halt mit denen. Raimund Haskamp erklärt den Ablauf. Die 10- bis 11-Jährigen haben 4 Einführungstage. Zuerst werden sie in 2 Klassen eingeteilt. Spannung, wer kommt in die 5a und wer in die 5b? Auch der Bürgermeister Dr. Wolfgang Krug wünscht den Eingeschulten alles Gute. Eine Einschulung in eine 5. Klasse, so wie auch eine Einschulung in die 1. Klasse, natürlich immer ein einschneidendes Erlebnis. Für die Schüler, aber insbesondere auch, also Schüler und Schülerinnen, aber insbesondere auch für die Eltern, weil es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, ein neues Umfeld. Man geht aus der gewohnten Klassenzugehörigkeit raus in eine neue Gruppe. Und das ist natürlich ein ganz aufregendes Erlebnis, ist aber auch ein Zeichen jetzt aus Holdorfer Sicht betrachtet, dass wir mit unserer Oberschule, die ja jetzt den Namen Georg-Kerschensteiner Schule trägt, eine gute Wahl sind, weil sich doch eine ganze Menge Schüler hier angemeldet haben und hier sind die Schüler auch bestens untergebracht. Eine Führung durch die Schule. Raimund Haskamp zeigt den Eltern die renovierten Räume. Vor allem die Akustik spielt für ihn eine wichtige Rolle. Auch die naturwissenschaftlichen Zimmer wurden modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt kann das neue Schuljahr richtig losgehen.